damit gerechnet werden muss, dass der Kuhbestand um 1,8 Millionen Tiere vermindert werden muss, wenn die Rinderwirtschaft dann überhaupt noch zu erträglichen Preisen Absatz für ihr Hauptprodukt eben für die Milch finden soll. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich hervorgehoben, dass die verbreitete Vorstellung, die Erweiterung der EWG, insbesondere der englische Weißrückörder, eine Entlastung des Milchmarktes bringen, zumindest bis 1975, keine Grundlage hat. Günstiger ist die Situation natürlich bei der Fleischerzeugung, das ist bekannt, aber hier wurde besonders hervorgehoben, dass die verbreitete Vorstellung über die Wirtschaftlichkeit der Rindfleischerzeugung entscheidet, dass das Verhältnis von Milch zu Fleischpreis einfach falsch ist. In Wirklichkeit entscheidet das Verhältnis von Kälberpreis zu Fleischpreis und da ist im größten Teil der großen und ganzen hatten am 10. Februar, das sei noch einmal in Erinnerung gebracht, einen Handgranatenanschlag auf Passagiere und Besatzung einer L-Al-Maschine auf dem Flughafen München-Riem verübt. Nun kommen Sie also auch zurück und dieses Kapitel hat zunächst erstmal einen Abschluss gefunden. Kollege Guido Schütte hat hohen Besuch aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens dieses Landes.
Und auch der Besucher Schaar hatte Herrn Dr. Ottmar Pohl, den Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion, ans neue Mikrofon in Dortmund gebeten. Mal sehen, wie es klingt. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Langer. Nur bin ich nicht mehr Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion, sondern deren Mitglied. Ja. Pressesprecher ist halt Gerald. Ah, das schließt, das eine schließt das andere nicht aus und nicht ein. Nein, sieht man nicht. Gut, danke schön, ja. Ja, ich bin also auch da. Guten Tag, Herr Lang. Guten Tag, Herr Sütte. Wie sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, nachdem also zunächst unsere Zeltkonstruktion, die alle Gäste auf diesem Gelände aufnehmen sollte, diese Nacht durch einen Regenguss, den kein Mensch erwartet hat, und darum ist das wohl auch passiert, völlig zusammenbrach und sie also noch in einer Stunde das Ding wieder aufbauen mussten, sind wir oder bin ich zufrieden. Ob wir zufrieden sind, werde ich im Verlauf der Veranstaltung noch feststellen. Ich muss noch ein paar Leute fragen. Ja, diese Kalamität mit den Zelten war ja möglicherweise ein gutes Omen, weil was so anfängt, wird gut. Natürlich, nicht so wie über ein Theater. Ja, also ich sagte gerade schon, aus Ihrem Haus wird für manche Sendung aktuelle Namen Pflicht des Westdeutschen Rundfunks gespeist. Sie sollten sich vielleicht mit Namen nennen. So ein bisschen also in erster Linie gehören Sie natürlich auch zu dieser Sendung, nämlich das Mittagsmagazin, heute Morgen, zwischen Rhein und Weser, dann natürlich die Fachsendungen, die es auch noch gibt, also auf wirtschaftlichem Gebiet, und dann haben wir natürlich auch noch unsere eigene Sendung, wenn aber, und das wissen Sie ja auch und wissen auch unsere Hörer, Dortmund allein schon wegen seiner großen Gebäude, ich erinnere an die Westfalenhalle, an den Westfalenpark, an die Gartenschau, Bundesgartenschau hier gewesen. Wenn also so große Ereignisse hier sind, und sie sind verhältnismäßig oft in Dortmund, dann haben wir es zum Beispiel schon in den vergangenen Jahren dazu gebracht, dass wir an einem Tage an 35 verschiedene Sender in Europa Beiträge überschrieben. Wie groß ist Ihr Mitarbeiterstab, Herr Schütte? Wir sind im Augenblick mit der Fernsehredaktion, die jetzt auch noch in unserem Haus hier wohnt, 29 festangestellte Mitarbeiter, wir haben darüber hinaus 12 ständige freie Mitarbeiter. Dabei habe ich aber die ständig für uns arbeitenden Korrespondenten im Lande Westfalen nicht genannt. Und ich muss im Übrigen für unsere Westfalen auch noch bemerken, dass das Studio in Münster, in Bielefeld und unser Büro in Wien kräftig und ständig für die Westfalenische mitarbeiten. Ja, Herr Dr. Pohl, ich kann mir denken, am Rande dieses für uns großen, für die anderen vielleicht nicht ganz so großen Ereignisse, gibt es Gespräche, namentlich auch pressepolitische Gespräche. Worüber spricht man und in welchen, sagen wir ruhig, Überlegungen sind Sie in dieses Haus eingetreten? Ja, Herr Langer, wir sind natürlich sehr froh, insbesondere von den Rundfunkgremien her, vom Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks, dessen stellvertretender Vorsitzender ich bin, dass heute dieses Haus seine Arbeit aufnimmt. Wir haben damit ein Teil des Programmes verwirklicht, das wir uns bei den Studioneubauten des Westdeutschen Rundfunks vorgenommen haben. Sie werden sich erinnern, dass wir vor einigen Monaten das Studio in Münster feierlich der Öffentlichkeit übergeben haben. So haben wir es heute hier in Dortmund aufgetan. Aber wir haben noch weiterreichende Pläne. Wir wollen weitere Studios in Aachen und auch in Wuppertal errichten, um damit die Berichterstattung aus dem Bereich des Westdeutschen Rundfunks gleichsam vor Ort zu aktualisieren. Das heißt also, die Möglichkeit zu eröffnen, mehr am Ort des Geschehens und vom Ort des Geschehens aus Mitteilungen über den Westdeutschen Rundfunk zu machen. Ja, das wird intern auf jeden Fall einige Freude auslösen. Herr Dr. Pohl, ja. Ja, wir freuen uns also deshalb besonders, dass wir also jetzt quasi die Hälfte dieses Weges hinter uns gebracht haben. Wir freuen uns auch, dass es in Westfalen ist, und es ist ja kein Geheimnis, dass dadurch, dass der Sender in Köln steht, man in Westfalen ab und an schon mal dachte, wir vom Westdeutschen Rundfunk würden Westfalen etwas benachteiligen. Ich hoffe, wir haben heute bewiesen, dass wir das nicht tun, und wir werden das in Zukunft auch aus den Rundfunkgremien immer beweisen. Mhm. Damit dürfte auch Herr Schütte zufrieden sein, ich weiß, Herr Schütte. Ja, ganz sicher. Vor allen Dingen nach den einigen Pannen, die wir hier gehabt haben, Herr Langer, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir bauten also dieses Haus hier auf und hatten ein sehr, sehr hervorragendes, schönes Grundstück. Es gibt in Dortmund nämlich schöne Grundstücke, haben wir bekommen. Und als wir nun anfingen mit den großen Maschinen, da brachen uns zwei Maschinen ein. Wir entdeckten also Kohlenschächte